Willkommen zurück zum Let's Play Freelancer. Wir befinden uns hier immer noch auf dem Planeten Pittsburgh, wo wir gerade eben mit King gelandet sind und werden jetzt unsere hart verdienten Credits aus dem letzten Kampf erstmal hier beim Ausrüstungshändler in unseren Schrotthaufen investieren, wie King so schön gesagt hat. King im All über Pittsburgh treffen, naja, das ist unsere aktuelle Aufgabe, aber erstmal werden wir hier jetzt gucken, was der Ausrüstungshändler so im Petto hat. Ja, wir sehen schon, wir haben hier zwei Waffen, Justice 1, ziemlich schlecht. Waffenraketenklasse 3. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Wir haben. Wo steht denn unser Geld? Boah, wenn ich das wüsste. Ja, wir gucken einfach mal erstmal, was das hier alles kostet. Gegenmaßnahmenwerfer, Seeker-Mine, Drohne-Mine. Stalker-Rakete, E-Razor-Rakete, Javelin-Rakete. Diese laserbasierte Waffe bietet eine hohe Schussrate, die jedoch auf Kosten der Schadenwirkung geht. Die Waffe ist äußerst wirkungsvoll gegen Positronschilde. Gegen Gravitationsschilde zeigt sie die geringste Wirkung. Okay. Starbeam, diese laserbasierte Waffe bietet eine hohe Schussrate, die jedoch auf Kosten der Schadenswirkung geht. Die Waffe ist sonst, ja, hatten wir gerade hier auch schon. Ich denke mal, davon haben wir eine. Jetzt haben wir schon drei. Ach genau, hier 1730 Credits haben wir. Dann werden wir mal noch eine verkaufen und dafür eine kaufen. Und dann kaufen wir vielleicht noch so ein Starbeam. Damit ist das dann ziemlich ausgeglichen. Schubdüse, Sentry-Schild, Schutzschildbatterie, Nanobots. Ah, genau, diese Nanobots hier sind dazu da, damit wir uns im Weltraum reparieren können. Wir haben noch keine. Minen, aber die kosten auch einiges. Gegenmaßnahmen brauchen wir jetzt nicht wirklich. Und die Geschütztürme gibt es für unser Schiff hier nicht. Ich denke mal, das reicht erstmal. Zum Händler zurück. Ich bin übrigens etwas erkältet, weshalb ich auch die letzten Tage relativ wenig hochgeladen habe. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich gebe mir trotzdem die Mühe, für euch hier ein neues Let's Play anzufangen. Mal gucken, was es noch so an Schiffe gibt. Wie ich ja schon sagte, gibt es einige Schiffe zu kaufen hier. Frachter Nashorn. Sieht so aus, aber mit einem Frachter können wir ja nicht wirklich was anfangen. Wir können mal zum Warenhändler gehen, wir haben ja einige Sachen aufgenommen aus den Kämpfen. Da können wir dann mal gucken, was wir hier so verkaufen können. Baumaschinen zum Beispiel. Schlechter Verkaufspreis für dieses Basis. Ich glaube, die können wir dann behalten und woanders verkaufen. Da kann man bestimmt noch gut was rausholen woanders. Ja, wir gehen dann einfach mal wieder raus und treffen uns im All mit King. Ich sollte mir vielleicht auch eine Uhr stellen. So. King im All über Planet Pittsburgh treffen. Weiter. Da sind sie ja. Vier LSF-Jäger von Fort Bush suchen im Schuttfeld nach der Basis der Rogues. Sie haben schon Gefangene gemacht. Ich lade die Koordinaten für unser Suchmuster hoch. Zur Patrouille treffen wir uns mit einem weiteren Jägergeschwader. Moment, da sind sie ja. Gamma 6, Delta-Patrouille meldet keinen Feindkontakt. Sie sollen weitersuchen. So oder so, wir finden heraus, wo diese Rogues sich verstecken. Trent, ich habe einen Wegpunkt in ihr Neuralnetz geladen. Formation einnehmen. Formation mit Epsilon 1 eingehen. Wo ist Epsilon 1? Da. Gut, dann machen wir das mal. Und wir sehen schon, wir haben jetzt drei Geschütze hier an unserem Flieger. Oben auf dem Dach ist nämlich jetzt auch noch einer. Und mal gucken, wie das aussieht, wenn wir mal schießen. Das
zwei weiße und gelbe. Nach dem Angriff auf unseren Transport hat die LSF 4 Geschwader abkommandiert, um mit uns herauszufinden, woher diese Rogues kommen. Sie müssen hier einen Geheimstützpunkt haben. Und diesmal finden wir ihn. Mayday, Mayday. Ihr Gefängnisschiff XD-19. Wir werden angegriffen. Alle Liberty-Patrouillen bitte melden. Alle Einheiten auf Abfangkurs gehen. Ich lade einen Wegpunkt hoch. Hier LSF-Patrouille Gamma 6. Wir sind auf Abfangkurs und nähern uns Ihrer Position. Over. Verstanden, Gamma 6. Wir werden von mehreren Rob-Jägern angegriffen. Mehrere Decks brennen und unsere Verteidigung versagt. Verstanden. Durchhalten. Ja, wir begeben uns dann jetzt mal mit der Epsilon-1-Patrouille und King auf den Weg dahin und retten, was zu retten ist. Wir sehen schon, da geht's ordentlich zur Sache. Das scheint zu brennen da auf dem Schiff. Wir nehmen schweren Schaden. Schafft diese Typen weg! Da ist es. Schwer beschädigt. An alle! Formation auflösen und angreifen! Ja, da wollen wir mal gucken, was unsere neuen Waffen bringen. Eieiei! Mehrere neue Feindkontakte. Verdammt, noch mehr Piraten. Trennt das Gefängnisschiff um jeden Preis verteidigen. Ja, Mann, oh Mann. Lebenserhaltung auf mehreren Decks ausgefallen, sonst okay. Over. Bestätigt. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Negativ. Reparaturtrupps von Pittsburgh sind unterwegs. Das war perfektes Timing. Wir helfen doch gern. Epsilon-Geschwader hierbleiben, falls mehr Rogues kommen. Trent und ich suchen auf eigene Faust weiter. Bestätigt. Viel Glück. Ich lade neue Koordinaten hoch. Trent, Sie übernehmen die Führung. Ja, die Führung wurde also an uns übergeben. King folgt ihnen nun bis zum nächsten Wegpunkt des Suchmusters. Sie können der Reisetriebwerke einsetzen, um rasch dorthin zu gelangen. Reiseflug, drücken Sie die Tasten, Umschalt und W oder klicken auf das Symbol mit den drei Dreiecken. Unser freier Flug schaltet das Reisetriebwerk ein und aus. Okay. Wollen wir mal. Zehn Kilometer weg. Die Rogue-Basis muss hier irgendwo sein. Zu weit von ihrem Versteck entfernt würden sie so ein großes Gefängnisschiff nie angreifen. Beta 4, werde angegriffen und brauche Hilfe. Hier LSF-Patrouille Gamma 6, wir hören Sie, Beta 4. Wo sind Sie? Over. Am Rand des Schuttfelds. Mehrere Rogue-Schiffe verfolgen mich. Ich werde sie nicht los.
meine Schilde versagen! Okay, Trent, pusten wir die Kerle weg. Ja, da wollen wir mal hin da. Futsch, wir haben das Schuttfeld durchsucht und gerieten in einer dichten Teilchenwolke unter schweren Beschuss. Ah ja, Sie müssen nah bei Ihrer Basis gewesen sein. Können Sie uns die Position zeigen? Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Melde Systemüberhitzung und Leck in der Kühlung. Ich kehre nach Pittsburgh zurück. Viel Glück, Beta 4. Danke, Ihnen auch. Also dann, Trent, auf zu den Koordinaten. Ja, wir haben einen neuen Einsatzwegpunkt. Das nochmal ist der G und M oder ist der G und W genau? Umschalt und W, sowas. So, Reiseflug. Das war's dann wohl, Trent. Ich werde Verstärkung rufen. An alle Einheiten, hier Gamma 6. Wir kennen die mögliche Lage der Rogue-Basis. Setzen Sie Kurs auf folgende Koordinaten. Hier Alpha 1. Bestätigt. Wir treffen uns bei den Koordinaten. Over. Hier Delta 1 Führer. Wir sind auf der Rückseite von Pittsburgh. Ändern Kurs zu Ihrer Position. Over. Halt, ich hab da was. Rogue-Kampfjäger im Anflug. Bereit machen. Mein Radar zeigt keine Feinde mehr. Ja, was war das denn hier also? Feld. Gamma 6, hier LSF ja, Alpha 1. Was ist der Status? Die Rogue-Basis muss in der Wolke da vorn sein. Folgen Sie uns. Und Funkstille wahren. Trent, Sie übernehmen die Führung. Verstanden. So langsam wird hier schon ziemlich interessant, wie ihr seht. Da die Rogue-Basis. An alle Einheiten. Hier Gamma 6. Wir haben die Position der Rogue-Basis bestätigt. Ich übermittle neue Koordinaten. Alle Einheiten, ich sehe zwei Verteidigungsplattformen und ein gepanzertes Depot. Dafür werden wir Torpedos brauchen. Over. Das Delta-Geschwader hat Torpedos. Sie sind unterwegs, Trent. Wir können ihre Basis nicht knacken. Die Panzerung ist zu stark. Aber wir können ihre Verteidigung schwächen, indem wir die Plattformen zerstören. Los geht's. Aufpassen, Trent. Weitere Piratenschiffe im schnellen Anflug. Ich hoffe, die Verstärkung ist bald hier. Zack, der nächste, da fallen die wie die Fliegen. Ah ne, Moment, hier waren Schiffe. Ich werde verfolgt! Ach verdammt. Fahrt zu Ende, aber da fahren wir jetzt keine Zeit. Da überziehen wir halt ein bisschen. Hier LSF Delta 1. Wir nehmen die Station unter Torpedobeschuss. Over. Schön euch Jungs zu sehen. Machen wir sie fertig. Kann sie nicht
drei Gegner. Das war der dreckige Rest. Torpedos unterwegs. Sichtkontakt. Waffen. Guter Schuss, Delta-Führer. Gern geschehen, Gamma 6. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft. Der letzte. Kammer 6, jetzt übernehmen wir. Alle Einheiten bereich sichern. Gut gemacht, Trent. Hauen wir ab. Ich lade Koordinaten für Pittsburgh in ihr Neuralnetz hoch. Los geht's. Ja, somit haben wir unseren zweiten Auftrag hier erledigt und die Rogue-Basis zerstört, die jetzt gerade nochmal nachexplodiert. Und ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für den zweiten Part. Und deswegen mache ich hier einen Schnitt und im nächsten Part werden wir uns auf den Weg nach Pittsburgh begeben. Warum fliegen wir so langsam? Trent, mehr Energie auf die Triebwerke! Ja, ganz ruhig. Ja, jedenfalls werden wir uns jetzt im nächsten Part nach Pittsburgh begeben und erstmal mache ich hier einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.